Und der Morgen beginnt hier auf der Vulkaninsel an einem kleinen See. Gisela fühlt sich ein bisschen hungrig und stabuliert zum Morgen erstmal eine Hühnerkeule. Ein paar. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, hier gibt es sehr, sehr viele Beeren. Also, das heißt, wir satteln uns auf, nehmen unser Feuer auf jeden Fall mit, holen unseren Candy-Cotton-Bett raus, freuen uns, dass er da ist und machen uns auf hier erstmal hin. Oh, guck mal, hier gibt es jetzt einiges. Es sieht so nach Orangen aus. Tatsächlich! Orangen, Leute! Oh mein Gott! Ja, pass auf, dann plündern wir hier jetzt erstmal schnell die Sträucher. Wir müssen echt aufpassen, weil die Beeren, die haben, glaube ich, ein echt hohes Level. Aber ich frage mich einfach, wo man so kleine, ich will das da haben, wo man so kleine Hunde und Katzen, wo man die als Haustiere herbekommt. Ich will sowas haben. Ja, bei den Beeren müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt. Aber ich wollte einmal um die Insel rumherum, weißt du, da wollte ich nochmal hin. Bei den Bären müssen wir halt einen Bogen drumherum machen, weil hier Level 40 bis 50 ist. Ich weiß übrigens gar nicht, ob die Musik zu laut ist. Ich mach mal ein bisschen leiser. Weil wenn der uns sieht, ne, dann ist vorbei. Aber hier gibt es so viele Orangen. Hier gibt es einfach so viele Orangen. Ist das geil. Und Zitronen müssten das sein. Ja, und Zitronengras. Oh, da können wir so gut kochen. Ja, wobei ich nicht weiß, ob wir da extra noch Rezepte brauchen. Pass auf, Früchte, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ja, wir sollten nämlich auch langsam wieder anfangen, weil ich habe ja gesagt, wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann werden wir sowas wie Steine und Holz ordentlich zusammenfarmen. Deswegen können wir eigentlich jetzt schon mal ein bisschen anfangen, weil ich glaube, hier wird es gar nicht mehr so viel geben auf der Insel. Deswegen fangen wir einfach jetzt schon mal ein bisschen an. Weil dabei leveln wir noch ein bisschen. Weil wir sind ja immer noch nur Level, nur in Anführungszeichen, nur Level 25. Aber durch das ganze Haus bauen und durch das Rumreisen mit der lieben Miss Unknown haben wir natürlich weniger gelevelt. Um den Trend laufe ich ein bisschen drumherum. Da sind nochmal Bären, die sehen aber so klein aus. Ach, leck mich! Candy Cotton, regel du das! Die sind so groß. Oh, der sieht riesig aus. Der sieht richtig groß aus. Lauf! Oh, ein Pferd. Ein anderes Pferd. Ach, leck mich. Geh weg. Scheiße. Warte, warte, warte. Ich hoffe, Candy Cotton Man kommt hinterher. Oh, ich muss husten gleich, ne? Ich muss husten. Entschuldigung. Da ist der Hals einfach zu trocken. Kriege ich das jetzt parallel hin? Ja, oh, irgendwas habe ich jetzt vorher gespritzt. Halt, stopp, 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 stopp. Gelbe Blumen. Hier gibt es Kühe, hier gibt es noch Schweine und hier steht auch ein Schloss. Wir gucken gleich mal, ob wir da reingehen können. Das Schloss auf der Vulkaninsel. Aber das sieht ziemlich privat aus. Ja, 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 ja. Oh, wobei, warte mal, wir kommen noch ein bisschen nach oben. Oh, ja, hier ist noch nicht ganz fertig. Ist noch mitten am Bauen. Aber da können wir uns nämlich ein bisschen angucken, wie die das machen. Weil wir müssen unbedingt unser eigenes Hof ein bisschen aufleveln. Dann können wir nämlich von der Fläche her größer bauen. Aber ich muss sagen, ich finde diese Mosaikflächen hier, die und da hinten, die finde ich wirklich sehr, sehr schön, die Muster. Hm, die sind euch sehr gut gelungen. Also allgemein, ne? Sind so Mustersteine, oder? Das finde ich sehr cool, liebe Miss Unknown. Dann können wir uns ein bisschen was abgucken. Das finde ich hübsch. Aber ich glaube, das können wir tatsächlich noch nicht. Oh Gott, warum sind die denn Herzen? Happy Valentine's Day. Ich glaube, das können wir noch nicht alles herstellen. Dieses Level haben wir noch nicht. Ah, Himmelarsch, da will ich, da wollte ich doch gar nicht raufkommen.
Ich habe gerade überlegt, ob ich ein Pferd fange. Aber wir haben ja schon ein blaues Pferd. Wir brauchen nicht auch noch ein braunes. Ach so, trinken, trinken, trinken. Sie muss trinken. Oh, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ne? Sorry, Gisela. Gisela wäre fast verdurstet. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Daran siehst du, wenn man zu lange schon spielt. Also, ich wollte, wo wollte ich denn hin? Wow, guck mal, wir haben... Wow, hier gibt's tausend Blumen. Krass. Oh mein Gott. Das Land der gelben Blumen. Krass. Leute, ich glaube, da farmen wir jetzt erstmal ganz viel gelbe Blumen. Ich weiß zwar nicht, was wir mit so viel gelben Blumen anstellen wollen. Aber das ist ja richtig, richtig krass. Candy Cottonman, mach mit. Der will nicht. Der hat keine Lust. Alter, warum gibt's denn hier so viel davon? Weißt du, jetzt rennen wir mitten in die Kakteen rein, ne? Ist ja nicht so, als würde Kaktus nicht wehtun, als hätte der nicht irgendwelche Stacheln. Ja, pass auf, das sind mir zu viele. Krass. Schwör, warum ist hier so viel davon? Ja, ich bin dabei überlegen, ob wir nicht langsam jetzt tatsächlich schon zurück nach Hause gehen, weil... was ist denn das für ein Ding? Was ist das? Was ist das denn für ein Totenpfahl? Das ist ja fett. Was ist das? Geil, okay, das Ding gefällt mir ja. Krass. Und hier haben sie so ein Teil. Auch geil. Geil, guck mal, die haben auch so eine Deckenkunst. Ich glaube, Folge 41. Guckt euch da mal der Thumb an. Da habe ich auch so was Krasses entdeckt. Ah, ja, ja, guck mal, jetzt sehe ich, was das ist. Das ist ein Schloss. Geil. Das feiere ich ja sehr. Was ist das? Was ist das? Was ist das, Leute? Wow, okay, das sieht aus wie ein Thron. Übertrieben. Wo bin ich denn hier hingeraten? Ich liebe das ja einfach, die Häuser, die hier so rumstehen, anzugucken, was da draufsteht, ne? Was die Leute so gebaut haben. Und was es überhaupt in diesem Spiel so alles gibt, ne? Okay, was ist das für ein Gerät? Also ich sehe hier zumindest ein Rad, an dem man drehen könnte. Oh, was sind denn das für Steine? Ist das Gold? Ist das Gold? Gold, Leute! Hier sind Goldminen! Ach, und dieser verkackte Scheißbär! Aber hier ist Gold! Hier ist Gold, Leute! Wir werden mal absteigen. Ich will Gold haben. Ich will Gold! Ach, du Drecksbär! Geh weg! Hier ist Gold! Ich will einfach Gold haben! Oh mein Gott! Ich habe Gold gefunden! Miss Unknown! Hier müssen wir zurück! Hier ist Gold. Ich habe Gold gefunden. Ich will es haben. Guck mal, siehst du, wie die Gier dann in dir rauskommt. Wie die Gier kommt. Weapon damaged. Alles klar. Fix it. Oh, wir brauchen Holz. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Aber Gold, Leute. Hier ist einfach Gold. Ich will wenigstens ein Goldnugget mit nach Hause bringen. Ich habe Gold gefunden, Miss Anna. Und hier ist Gold. Oh mein Gott, hier darf ich doch noch nicht gehen. Leute, ich habe Gold gefunden. Wie sie durchdreht, ne? Wie die Dollarzeichen in den Augen kommen. Ohne Witz. Gold. Einfach Gold. Scheiß die Wand an, Mann. Geil. Ich weiß, das dauert jetzt. Das dauert jetzt richtig lange. Aber wir werden jetzt hier Gold schürfen. Die Stelle hier sieht ziemlich gut aus. Hier sind nämlich keine Leute. Pass auf. Und vor allen Dingen haben wir auch Bäume drumherum. Da können wir nämlich gleich mal noch einen Baum umbringen. Einen Baum umbringen. Ja, wir töten gleich noch einen Baum, weil unsere Waffe gleich... Ja, Gold, 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 Gold! Ich hab Gold. Geil. Ja, ja, einen Baum müssen wir jetzt fällen. Wir brauchen ein bisschen Holz. Baum fällt. Ach, hätten wir den nicht auf den Kopf schmeißen können. Pick all. Oh, Leute, ich bin jetzt angefixt. Komm, 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 komm. Liebe Miss Unknown. Oh, das ist ein Bär, das ist ein Bär, das ist ein Bär, das ist ein Bär.
Also hier sind Beeren, das heißt, meine Liebe, wow, hier ist richtig viel Gold. Hier ist die Goldader, das heißt, hier müssen wir unbedingt wieder herkommen, meine Liebe. Und zwar am besten zusammen. Am besten zusammen, weil dann kann sich nämlich einer vielleicht um die Beeren kümmern, wenn wir das schaffen von den Leveln. Ich weiß jetzt nicht, welches Level die sind, aber ich glaube, zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir das. Wir müssen auch gleich ein Feuer platzieren, denn es wird Nacht. Aber habt Verständnis dafür, wenn ich mich tatsächlich jetzt noch ein bisschen an den Goldminen hier austobe, weil einfach mal Gold. Das sind die ersten Goldminen, die wir hier sehen. Ich werde genauso schreien, wenn wir das erste Mal hier irgendwelche Diamantminen sehen, weil wir haben bis jetzt ja, glaube ich, nur Kristalle gefunden. Und was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Wir werden jetzt einfach ein bisschen erstmal Gold schürfen. Gleich ist die Waffe kaputt. So, jetzt ist sie ausgepowert, die gute. Dann warten wir noch ein bisschen. Oh Leute, Gold. Ich habe Gold gefunden. Ich feiere das ja. Wir müssen auch gleich noch einen Baum fällen. Ich weiß. Oh mein Gott. Gold. Yes! Wolli gibt das auch ordentlich XP, ne? Pick all. Oh. Jetzt wird es langsam ziemlich schwer für die Liebe, aber wir sind ja auch schon bald auf dem Heimweg. Und sie darf es ja auch nicht vergessen. Wir haben ja auch noch zwei Tiere im Rucksack, ne? Artgerecht, hinten reingestopft. Haben wir Tiere im Rucksack. Und ich meine, so ein Kuh, nee, was haben wir? Ein Schwein, doch. Ein Schwein und ein Schaf sind jetzt nicht unbedingt die leichtesten Tiere, die wir da im Rucksack haben. Ja, deswegen läuft sie ja schon ein bisschen langsam. Also müssen wir gucken. Ach so, das heißt, wenn hier jetzt Gefahr auf uns kommt, können wir tatsächlich auch nicht weg. Also pass auf, sollten wir jetzt nicht zu gierig sein. Weapon, schon wieder damaged. Sollten wir jetzt nicht zu gierig sein, weil... Rüste es doch aus. Mit der bloßen Hand eine Goldmine kriegst du nicht erledigt, meine liebe Gisela. Pass auf, ich würde sagen, diese Goldmine und hier unten noch eine machen wir. Aber das Ding ist, sollte jetzt nochmal ein Bär auf uns zukommen, können wir nicht schnell genug wegrennen. Wenn er uns einmal attackiert, können wir auch nicht auf den Elch, weil dann ist das Mounted Vehicle weg. Und dann sterben wir sehr, sehr, sehr schnell. Da sollten wir unser Glück, was wir bis jetzt heute mal zur Abwechslung gehabt haben, nicht ausreizen. Ich bin ja froh, dass wir uns noch ein bisschen auf der Insel hier umgeguckt haben, denn ich wollte tatsächlich eigentlich schon weg. Ich werde jetzt mal ein bisschen schneller hier drauf drücken, damit wir mit unserer Holzhacke, ich weiß, es würde schneller gehen, wenn wir jetzt eine Silberhacke hätten, aber haben wir nicht. Also machen wir das Ganze mit Holz. Eine Holzhacke, eine Goldmine. Ne? Das darfst du auch keinem erzählen. Wir müssen ein bisschen warten, weil die liebe Gisela ausgepowert ist. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den Faden verloren. Das ist gut, ne? Das ist immer gut. Juhu, 2 Stunden online. Ja, das sind wir. Komm, wir haben es ja gleich. Außerdem leveln wir so noch. Oh Leute, ich freue mich, wenn wir wieder zurück zu Hause sind. Ich nehme auch heute irgendwie sehr, sehr viel auf, stelle ich fest. Yes! Weil dann können wir endlich das Schweinchen rauslassen. Ach, da freue ich mich. Wir sollten vielleicht auch gleich nochmal gucken, dass wir ein Feuer rausstellen. Ich weiß nicht, können wir hier hin? Können wir uns das leisten? Wir gucken erstmal die Gegend an. Ja, es ist ziemlich, ziemlich safe hier. Weil das so eine Ecke ist. Weißt du, wie ich meine? Geil. Gold, Leute. Ach, das weiß ich. Geil. Das müssen wir uns merken. In welcher Ecke der Insel denn? Da hinten. Okay. Weiß auch nicht, ob das Gold immer da ist. Wollen, was können wir denn alles mit Gold jetzt dann herstellen? Weil, gucke mal. Ich bin leider noch... Ach so, doch, warte mal, wo müssen wir dann hingucken? Facility, nee, ich glaube, wir müssen... Siehste, weil Goldschwert können wir erst ab Level 30 herstellen. Und wir sind erst Level 25. Oh, es regnet. Oh, geil, bei 31 Grad Regen, Leute, wisst ihr, wie geil das sein muss? Ich mache übrigens den Ton mal ein bisschen leiser, damit ihr mich auch hört. Und ich muss aufpassen, ich habe bald keinen Akku mehr.
Dann ist eh vorbei hier erstmal mit aufnehmen.